Es ist sehr viel Material anscheinend dabei. Ich hoffe, dass die anderen noch fleißig mitbasteln können. Was ist das? Was hast du da mitgebracht? Du hast gesagt, wir basteln eine Krippe. Ja, das ist das einzige Bastelmaterial, das ich da habe gefunden. Du weißt aber schon, ja, also, dass Jesuskind ist in einem Stall geboren worden, Bertel, gell? Und nicht in einer Bierkiste. Naja, warte. Pass auf, wir machen das jetzt so. Fangen wir an, ja? Du fangst an. Fangen wir an. Also, mit dem Basteln. Mit dem Basteln, ja? Ich hab alles da offen. Okay. Schau her, das sind drei Bockbier. Die stellen wir jetzt einmal da her, das ist die Schafsherde. Hey! Ja? Na, warte, da schauen wir jetzt noch, was da drin ist. Jetzt wird er kreativ. Ah, warte! Zwei Hirten, die passen auf die Schafherde auf. Ja? Ja, schau, geht doch. Man, schaut einmal schon nicht schlecht aus, glaube ich. Ne? So, jetzt tanze ein bisschen aus der Reihe. Das ist eine kleine Herde und zwei Hirten dafür. Zu viel? Nimm eins weg. Nein, das wird schon passen, aber ich meine, ich nehme ein paar Rindviecher mit. Das Getier steht. Hervorragend. Ja? Ja? Ja. 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 Ist eingekühlt. Alles eingekühlt. Ah. Was sind die drei Flaschen da? Ja. Wir nehmen es am Ross, oder? Das müssen wir da herstellen. Das sind die drei Weißen aus dem Morgenland. Die drei Weißen aus dem Morgenland. Nach neuer Rechtschreibung. Bertel, da ist ein Fehler da. So, so viel ich weiß, war einer davon so ein stark pigmentierter, wie man heutzutage sagt. So Schwärzleder. Na dann, schauen wir noch. Was hast du gleich noch was mit? Ja, geht schon weiter, komm. Hey! Warte, muss man einen weg, einen weißen weg. Ein Mohrenbraten. Das hängt sich wirklich an alles, aber die haben was mitgebracht, würde ich nur sagen. Ja, wir. Also nein. Das haben sie vorher ausgedrückt. Das haben sie ausgedrückt. Mitgebracht haben sie Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was hast du da alles nämlich überlegt, bitte? Ja? Jetzt wird es schwierig. Also probieren wir es einmal. Gold. Ein Goldfassel. Ja, hervorragend. So, die eine kriegt das Goldfassel. Ja. Jetzt hast du ein bisschen geschummelt, glaube ich, ist wurscht. Ich hab da was Rauch drauf gegeben. Das ist quasi. Das Jesuskind hätte sagt, man kann Alkohol trinken dürfen. Rauch. Ich glaube, die Firma Rauch muss das patentieren. Ja. Das Thema da. Und was haben wir gesagt? Myrrhe, ganz einfach. Ganz einfach. Ein Myrrauer! Genial! Bitte schaut euch das an. Ist ja schon fast fertig. Was? Was ist denn jetzt? Was passt denn? Was ist denn da reingerutscht? Was ist das da? Das ist ja kein Bier, das ist ja ein Radler. Entschuldige! Ha, danke! Was? Der ist da zufällig vorbeigeradelt, Thomas. Das ist jetzt da rein improvisiert, gell? Aber da ist auch so ein Nicht-Biergetränk. Ja, wirklich? Ja, vor allem ist nichts drin. Wisst ihr warum? Das ist nämlich kein Bier, das ist ja ein Rum. Was ist los mit Bier? Na, jetzt geht's los. Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Ist ganz einfach. Das legen wir da in die Mitte, das ist das Jesuskindlein. Aha, das ist das Jesuskindlein. Das lag damals im Stroh rum. Na gut, jetzt hätten wir Herde, die Weißen aus dem Morgenland, dem Vorbeiradler, das Jesuskindlein. Naja. Was fällt da? Josef und Maria. Josef und Maria fällt da. Gehen wir's an. Also. Josef. Eindeutig. Ein 0, Josef. Auf die eine Seite. So, jetzt bin ich aber auf die Maria gespannt. Bitte sehr, Maria.
repariert, aber... Also jetzt darf ich nicht, weil das kann kein Maria sein, Bertl. Das ist nämlich ein Franziskanerbier. Also was soll da ein Maria sein? Jetzt musst du ein bisschen kreativ sein. Ich. Und die Zeit. Bitte, Norbert, denk nach. Komm. Denken. Du schaffst es, komm. Also, das ist die... Ah! Ich hab's. Das ist sicher die Maria. Ja, wobei, weil Franz ist Kana. Ist das nicht eine schöne Krippe? Da fehlt immer noch was. Da fehlt noch was. Wieso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der Stern. Der Stern. Der Stern, der Stern. Es tut mir leid, ich bin 10 Sternbräu, bin ich nicht gekommen. Wer soll der 3 Weih sein, den Weg gezeigt haben? Ich kenne ja auch. Ich hab nichts mehr. Na gut, und ich bin ja, was das betrifft, immer ausgerüstet. Der Stern, der den Weg gezeigt hat, ja, zur Bierflasche, das ist nämlich unsere jetzt. Ja.